sitio! ¿Puede aterrizar aquí? ¡Estás loca! ¡Es imposible con este avión! ¿Por qué? ¡Mira! ¡Mira! ¡Muy poco dinero! ¿Qué quiere usted aquí? Sie sind Karl Fuchs, ehemaliger Adjutant von Erich Koch, Gauleiter Ostpreußens und Reichskommissar der Ukraine. Sie waren in St. Petersburg, als Koch 1941 den Abtransport des Zimmers nach Königsberg organisierte. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Damals wurden alle Kunstschätze, die in Russland zu kriegen waren, abtransportiert. Und Sie waren dabei. Sie sind der Letzte, der die Wahrheit kennt. Der Mann, von dem Sie sprechen, ist 1945 von russischen Partisanen in einem Hinterhalt erschossen worden. Und seltsamerweise zwei Jahre später in Caracas wieder auferstanden, als Juan Mendoza. Bitte.
Spaß erledigt. In Ruhe sterben. Ihr wisst doch, dass es keinen Sinn hat. Ihr? Wieso ihr? Wer ist ihr? Ihr habt meine Sachen doch schon durchwühlt. Von mir werdet ihr nie etwas erfahren. Ich bin oft hier. Ich habe einen Eid abgelegt. Ihr gottverdammter Führer ist seit über 50 Jahren tot. Er erzählt ihr den gleichen Mist wie uns. Sieht geil aus, die Kleinen. Sagen Sie es mir oder ich lasse Sie auffliegen. Sie wollen mich auffliegen lassen? Ich sterbe doch so, so. Meine Bibel. Ich weiß, was es ist, Sohn. Alles Sohn ist. Es ist das Schönste, was jemals existiert hat. Vollendet. Und ich hab's gesehen. Ich hätte der reichste Mann der Welt sein können. Aber ich war dir treu. Mein Führer. Ich leg sie um. Nicht jetzt. Dann lege ich sie eben später um. Moment mal. Die kommt zurück. Aeropuerto, rápido. Wo Anfang und Ende sich kreuzen, liegt die Quelle des Wassers. Scheiße! Ah!
Spur, klar? Hey, nimm mal ein bisschen mehr Rücksicht hier! Ist er hier auf dem Parkplatz? Da zieh dich! Versuch. Komm schon her! Geh her! Geh her! Salis! Komm her! So, Vincent, den Rest hole ich dann nächste Woche ab. Okay. Kommst du heute Abend aufs Dorffest? Nee. Das ist nichts für mich. Verstehe nicht. Warum kommst du eigentlich nie mit? Da sind ein Haufen gute Weiber da. Ein Kuchen von deiner Mama? Woher weißt du denn das? Felix, wir müssen mal miteinander reden. Kannst du dich noch erinnern, als dein Mensch dich gestorben ist? Damals warst du doch ziemlich traurig. Wenn dir nun jemand einen neuen geschenkt hätte, um dich zu trösten, dann wirst du... Aber Mama hat mir ja einen Pony geschenkt. Felix, ich kann deine Mutter nicht heiraten. Wieso, hattest du auch einen Wellensittich, wo gestorben ist? Ja, so ähnlich. Verstehst du, was ich meine? Der alte Fuchs hat doch noch was gefaselt. Hab's genau gehört. Was hat er gesagt? Schöne Ohrringe. Wenn du ganz lieb bist, kannst du noch viele, viele Jahre nach Kunstschätzen suchen. Wenn ich? Wenn in 100 Jahren deine Kollegen deine Ohrringe auf dem Meeresgrund finden. Mon petit chou.
Natürlich. Sie weiß nichts. Hey, warum schmeißt man sie nicht einfach raus? Verdammt wohl. Versuch jetzt zu telefonieren. Ach. Wird gemacht. Zu Befehl. Der Oberst will sie sehen. Sofort. In der Nähe von Totmos. Welches Land? Deutschland. Gut. Geben Sie die Kette her! Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Komisch, wollte ich Sie gerade fragen. Ich habe mich verfahren. Mit dem Fallschirm. Sie sollten das von einem Arzt untersuchen lassen. Wo ist denn Ihr Telefon? Ich müsste mal telefonieren. Ungefähr 14 Kilometer in die Richtung. Können Sie mich nach München bringen? Hab keine Zeit. Ich gebe Ihnen auch was dafür, bitte. Ich bin in Gefahr. Ja, das stimmt. Sie sollten ein paar Stunden nehmen, bevor Sie wieder Fallschirm springen. Ich mache keine Witze. Ich bin wirklich in Gefahr. Es gibt einen Bahnhof. Ist der weit von hier? Gleich neben der Telefonzelle. Sagen. Danke. Schon gut. Kann ich wenigstens was zum Benzin dazugeben? Ihr Zug. Wiedersehen. Tür zu. Hätte ich sowieso gemacht. Unsere kleine Freundin hat eine Kette gestohlen, die eigentlich mir gehört. Die hätte ich gerne wieder. Wir haben hier einen tapferen Mann vor uns. Ich mag tapfere Männer.
Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Mut und Tapferkeit. Besonders, wenn es um die Frauen geht. Lassen Sie die Finger von dem Foto. Das Problem mit der Tapferkeit ist, man muss wissen, wer der Feind ist. Sun Yi hat mal gesagt, das war ein chinesischer Feldherr, wer den Feind nicht kennt und sich selber nicht kennt, verliert jede Schlacht. Ist der Feind stärker als du? Ist er mächtiger? Was ist er bereit zu tun? Und vor allem, was bist du selber bereit zu tun? Wie wär's zum Beispiel mit Sterben? Gehen Sie oft ins Kino? Ich war früher jeden Tag. Am liebsten Actionfilme. Und immer wenn die Bösen gesagt haben, rede oder du stirbst, haben die armen Schweine geredet und sind trotzdem draufgegangen. Ich will die verdammte Kette. Sie geht ins Museum. Die Mühle steht direkt vorm Haupteingang. Und diesmal hätte ich sie gerne in einem Stück zurück, okay? Komm schon, Vince. Die sieht doch richtig süß aus, die Kleine. Seit zwei Generationen sucht die ganze Welt nach dem Bernsteinzimmer. Nicht nur dein Großvater und ich. Und ich habe dir immer wieder gesagt, sei vorsichtig. Das bin ich doch. Aber es hat sich gelohnt. Hier. Hast du gesehen? Die Glieder.
Ich bin sehr stolz auf dich. Aber jetzt ist Schluss mit den Abenteuern. Von jetzt an gehen wir die Sache streng wissenschaftlich an. Wir werden das Zimmer auch so finden. Vertrau mir. Entschuldigung, Professor Waldheim. Telefon. Ein Herr vom Kultusministerium. Ich bekomme das Bundesverdienstkreuz verliehen. Für mein Lebenswerk. Waldheim? Ja. Ich meine, Sie seien Sie ganz ruhig, okay? Okay. Sind Sie verrückt geworden? Wo ist dieser Oberst? Ich würde es an Ihrer Stelle mal beim Militär versuchen. Sie wissen verdammt gut, wen ich meine. Wo ist er? Das weiß ich nicht. Doch, Sie wissen es. Ah. Und wohin? Ah, sehr schön. Und ihr wisst, wie wir bei uns Versteck spielen? Aufhören! Die Statuen sind unersetzlich. Willst du uns erschießen? Ist mich? Wer ist ihn? Nanu? Jetzt ist er weg. Ich will, dass du mich zu deinem Boss bringst. Ah. Wo? Thank you.
Was willst du haben für die Tür? Ich finde, jetzt sind mal ein paar gute Antworten fällig. Haben Sie die Kette? Falsche Antwort. Gehören Sie zu dem Laden? Sowas kann jeder Trottel mit einem Farbkopierer besser hinkriegen. Was ist? Gehen Sie doch zur Polizei, aber lassen Sie mich in Ruhe. Der MAD ist die Polizei. Was ist mit dieser Kette? Es geht um das Bernsteinzimmer. Die Kette ist gewissermaßen der Schlüssel zum Versteck. Zufrieden? Und jetzt geben Sie sie her, die gehört mir. Der Geheimdienst läuft nicht amok wegen irgendeinem Scheißzimmer. Rutschen Sie rüber. Sie haben noch nie was davon gehört, stimmt's? Das Bernsteinzimmer war ein Geschenk des deutschen Kaisers an den russischen Zaren. Es wurde beim Fall von Kaliningrad von den Nazis deportiert und ist seitdem verschollen. Und jetzt geben Sie mir endlich die Kette. Die Kette? Ich wusste gleich, das gibt Stress, schon als ich Sie das erste Mal gesehen habe. Warum mache ich das eigentlich? Wie viel ist das Ding wert? Es geht nicht um Geld. Das Bernsteinzimmer ist ein einmaliges Kunstwerk. Wie viel? 1 Million ungefähr. Wir machen 50-50. Nein. 10%. Mehr ist nicht drin. Der Typ ist Zapfenpflücker. Er sammelt Tannenzapfen und verkauft die Samen. Daraus werden Tannen gemacht, glaube ich. Was ist mit Pierre? Im Wald. Und die Kette? Die Kleine ist clever, was? Vielleicht soll ich besser mit ihr zusammenarbeiten. Immerhin fickt sie meine besten Leute! Oberst? Was gibt's? Eine Prägung. Die Prägung eines Widders. Mach den Hubschrauber stark, klar. Hier? Er ist vertrauenswürdig. Jedenfalls vertrauenswürdiger als die Kerle, mit denen du dich sonst abgibst. Intended to join the G police. A lot of vets did after the collapse, but I'd seen enough killing. Den chinesischen Satelliten abstürzen lassen. Hey, das war aus Versehen, das weißt du, hä? Junge, weißt du, dass du echt scheiße aussiehst?
Darf ich dir vorstellen, Christine? Mein alter Freund Gonzo. Dein einziger, mein Lieber. Dein einziger. Dreh gleich durch hier. Hier, Christine. Mensch, Gonzo, du weißt, was ich nicht mag. Mal raus mit der Sprache. Ihr seid doch nicht hier, um eure Verlobung bekannt zu geben. Oder etwa doch? Da ist ja überall Blut dran. Hast du wieder Scheiße am Hals, oder was? Die sind hinter mir her. Wer die? Erzähl ich dir beim Essen. Wenigstens ist dir gelungen, was ich nicht geschafft habe. Hm? Ihn wieder von seinem Baum runterzuholen. Er hat mich vom Baum geholt. Sieht ja interessant aus. Das ist ein uraltes Rezept aus China. Hühnchen mit Petersilie. Mhm. Damit wird bei denen gefoltert. Vincent war der beste Stuntman in Europa und könnte es immer noch sein. Er wusste nie genau, ob ein Stunt gut geht. Das hat er gebraucht. Ja, ja. Und so viel kranke Sachen gemacht. Nee, das interessiert sie doch gar nicht. Hat er dir die Geschichte von dem Zug und dem Motorrad erzählt? Nein. Mach ich jetzt ja? Vincent fährt also mit 180 Sachen neben diesem Intercity. Es reicht. Und dann eines Tages passiert dieser gottverdammte Unfall. Seitdem dreht er durch. Komm zur verdammt noch mal! Ich soll dir helfen. Ich soll dir helfen. Du kommst hier nach einem Jahr reingeschneit und machst den Breiten. Du kannst mich machen. Vielleicht sollten wir von was anderem reden. Ich weiß was. Was ist eigentlich mit meinem Motorrad passiert? Irgendwo hier muss es sein. Ja? Ich habe was über den Zapfenpflücker. Ja. Der scheint doch mehr drauf zu haben, als nur auf Bäumen zu sitzen. Sohn eines russischen Diplomaten und einer deutschen Artistin. Mit 14 Jahren jüngster Teilnehmer einer Mount Everest-Expedition. Wracktaucher vor der Küste von Mosambik. 1990 gründet er mit einem Typen namens Gonzo in München eine Stuntfirma. Das interessiert mich einen Dreck. Ich will die Kette, hast du verstanden? Warum wirfst du das nicht endlich weg? Weil das nicht mein Job ist.
Okay, du hast sie beerdigt, ja. Aber dann warst du plötzlich verschwunden. Ich hab geglaubt, du bist tot. Vielleicht war ich auch tot. Vielleicht war ich auch tot. Hör auf mit dem Scheiß. Du klingst wie so ein beschissener Seelenklempner. Soll ich dir sagen, was damals los war? Du hast einfach zu viel gemacht. Du hast jeden beschissenen Job angenommen. Hey, Leute. Hier kommt der unsterbliche Vince. Ist doch klar, dass da irgendwann mal was passieren musste. Mann, es ist passiert. Es war ein Unfall. Alle Menschen machen Fehler. Aber du baust ihren Altar auf und peitscht dich jeden Tag davor aus. Ja. Du bist betrunken. Ich bin nicht betrunken. Ich bin sternhagelvoll. Ich weiß doch warum. Weil mein bester Freund das größte Arschloch ist, was auf diesem Planeten rumläuft. Hey, das muss man wie ein Mann ertragen. Hm? Oh, Vince. Tannenbaum pflücken im Schwarzwald. Hm? Ich kann alleine stehen. Nein, kannst du nicht. Du hast mich sitzen lassen. Sowas tut man nicht, du Penner. Hat dir das keiner beigebracht? Hey, Junge. Ich hab dich echt vermisst. Was mit der Kleinen? Nichts, was soll schon sein? Wir machen Geschäfte. Wo Anfang und Ende sich kreuzen, liegt die Quelle des Wassers. Sie haben mir Wort gegeben, dass ihr nichts geschieht. Ich warte. Im hermeneutischen System der griechischen Linguistik ist Anfang und Ende das Alpha und Omega. Etymologische Synonyme für Geburt und Tod. Und weiter? Das weiß ich nicht. Dann strengen Sie sich an, verdammt doch mal! Wir wollen doch beide nicht, dass dieser kleine, hässliche Fleck in Ihrer Biografie ans Tageslicht kommt. Wie sähe das denn aus? Der Direktor der Stiftung Deutsches Kulturgut war Hitlers geheimer Reichskunstkommissar. Es liegt an Ihnen, ob der Kleinen was passiert oder nicht. Es geht um Geburt und Tod von Hitler. Mehr weiß ich bis jetzt noch nicht. Vergessen Sie die Kette nicht. Also ich vertrage Alka-Seltzer überhaupt nicht. Da muss ich mich immer übergeben. Hey, siehst du das? Man kann die Glieder zusammenstecken. A, R, I, E. R. Ist doch klar, was es heißt. Das letzte ist kein R. Das ist ein S. Das ist ein Hinweis, verstehst du nicht? Worauf denn? Das weiß ich noch nicht. Kümmer du dich um den Oberst, ich krieg das hier schon raus. 20 Aries. Sternbild Widder. XX Aries heißt 20. April oder auch 20 Widder. Oder es will dich jemand verarschen. Such's dir aus. 20. April. Weißt du, was das ist? Der Hochzeitstag meiner Eltern. Und der Geburtstag von Adolf Hitler. Jetzt enttäuschst du mich, Christine. Wo Anfang und Ende sich kreuzen, liegt die Quelle des Wassers. Das ist kein Bibelspruch. Ich weiß, das hat mich ja stutzig gemacht.
Aber das Buch sah wie eine Bibel aus. Eine spezielle Ausgabe von Mein Kampf. Es gab davon nur ein Dutzend Exemplare. Ausschließlich für die Offiziere des SS-Bataillons 37, stationiert auf Schloss Hohnstein. Auch genannt das Widderschloss. Anfang und Ende. Wofür steht das? Christine, du bist die beste Schülerin, die ich je hatte. Ich brauche dich. Hier im Museum. Nicht tot auf dem Friedhof. 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 Tod. Ende ist gleich Tod. Gemeint sind Geburt und Tod von Hitler. Christine, ich möchte, dass du die Suche abbrichst. Du musst auf mich hören. Bitte. Lass die Kette hier. Du bist in Gefahr. Seid ihr bekifft oder was? So was nennt man Landeshochverrat. Bevor die was merken, sind wir da doch längst raus. Falsch. Die stehen draußen vor der Tür und reißen uns mächtig den Arsch auf, bevor wir überhaupt im Nades drin sind. Nachrichtendienstliches Informationssystem. So ist es. Als würde man Hannelore Kohl unterm Rock gucken. Also ihr wollt Informationen über einen Agenten des MAD. Ja, genau. Dann vergesst das, Nades. Die wirklich interessanten Informationen über deutsche Agenten findet ihr ganz woanders. Okay, und Sie haben jetzt genau 1:59 bis Sie was schicken. Also, was wollt ihr wissen? Alles über einen Agenten mit dem Decknamen der Oberst. Seit dem Computer des russischen Geheimdienstes? Das sind mindestens 300 Jahre Knast. Ich will hoffen, ihr wisst das zu schätzen, Mädels. Das wird dann ihr. Kann jemand Russisch? Klar, Hilde kann. Ist das nicht genial? Das macht mich echt fertig. Kinder. Du kannst auch nicht einfach
die Kette loswerden. Bist du völlig bescheuert? Was interessiert mich diese scheiß Kette? Ja. Schiff ist tot. Wem hast du gesagt, dass wir hier sind? Diese verdammte Drecksau, der hat den einfach abgeknallt. Der wollte uns alle umbringen. Kannst du mal dein Maul halten? Ich muss die Kette wieder haben. Also wem hast du gesagt, dass wir hier sind? Es ist immer dasselbe mit dir. Kaum tauchst du auf und dann... Bastard! Ich hab's nur dem Professor gesagt. Sonst niemand? Kannst du mir mal sagen, was wir jetzt machen sollen? Halt endlich mal die Klappe! Ich weiß es nicht, okay? Du blutest. Der da blutet. Na, ist nicht so schlimm. Ich hab dir gleich gesagt, die sind nicht vom MAD. Dieser Oberst arbeitet für ein Hit-Team. Das sind Leute, die für den Geheimdienst die schmutzigen Jobs erledigen. Waffengeschäfte in Krisengebieten, Entführungen, Mord. Offiziell ist der Oberst bei einem Einsatz im Kaukasus. Das heißt, der MAD weiß gar nicht, dass der hier ist. Der arbeitet in die eigene Tasche. Was ist denn los? Das fragst du noch? Chip ist tot. Und er hatte mit dieser verfluchten Scheiße nichts zu tun. Ja, ich weiß. Ein Scheißdreck, weißt du. Ich habe schon mal Menschen verloren, weil ich nicht wusste, wann Schluss ist. Diesmal weiß ich es. Okay, das war's dann, oder? Du lässt die Schweine einfach laufen. Gut, dann mache ich eben alleine weiter. Geboren 20.04.1889, gestorben 30.04.1945. 30.04.1945. Fehlanzeige. Bei Geburt und Tod von Hitler gibt es nichts zu dechiffrieren. Ich probiere alle Codes, die bis 45 verwendet wurden. Irgendeiner muss passen. Wir denken zu kompliziert. Hitler war kein Geheimdienstmann. Schnupfen? Ich habe Kopfschmerzen vom langen Warten. Weiter schon die Fingerkuppen. Chef, ich hab sie. Kommst du nicht doch mit? Nein, ich muss zurück. Gonzo, hey, wenn du das nächste Mal Ärger hast, ja? Und sie alleine zu, wie du klarkommst. Okay. Mann, Mann, Mann! Meine Nummer. Danke. Jetzt? Sei still. Sieht so aus, als ob hier noch jemand wohnt. Messer.
Ich habe gestern Nacht zufällig gehört, worüber du mit Gonzo gesprochen hast. Es muss schlimm sein, wenn man jemand auf diese Weise verliert. Ich werde nicht mit dir darüber reden. Das alles? Das Bernsteinzimmer hier? Vielleicht unterm Teppich? Schön fein geraspelt. Vielleicht ist es ja da drin. Wetten, dass du sie nicht aufkriegst? Eine Landkarte. Ja, da ist die Kette. Dann sind die hier noch irgendwo. Lass uns verschwinden. Christine! Was ist denn? Vielleicht ist es hier irgendwo versteckt. Wenn es jemals hier war, haben sie es längst weggeschafft. Na komm, gehen wir. Das hat doch keinen Sinn. Dein Zimmer ist nicht hier. Es ist irgendwo in der Rhön. Der Berg. Die Wasserkuppe. Wir haben es geschafft. Vincent, wir haben es geschafft. Wissen Sie, ich wollte Sie die ganze Zeit aufhalten. Es gab sogar eine Zeit, da wollte ich Sie töten. Wie dumm von mir. Sowas passiert, wenn man zu lange für den MAD arbeitet. Dabei sind Sie lebend doch viel wertvoller. Ich brauche Ihnen nur zu folgen und schon bin ich am Ziel. Und ihr beide seid ein außergewöhnlich erfolgreiches Team. Habt ihr schon mal daran gedacht, zu heiraten? Wie auch immer. Sie kommen mit mir und er bleibt als Pfand hier. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich mit Ihnen... Oh doch, das glaube ich. Bull! Professor. Was haben Sie mit ihm gemacht? Geschäfte, meine Liebe. Geschäfte. Was für Geschäfte?
Nun, er hat mir geholfen, dieses Geheimnis zu lüften, indem er Sie angelogen hat. Aber so ist das mit den Intellektuellen. Es ist kein Verlass auf Sie. Sagen Sie mir, dass es nicht wahr ist. Ich habe Ihnen vertraut. Wie konnten Sie mich so enttäuschen, Professor? Was hätte ich denn sonst tun sollen? Wenn ich dich nicht verraten hätte, wärst du längst tot. Glauben Sie ihm. Er hat recht. Und deswegen werden Sie auch kooperieren. Leben lassen. Das verstehen Sie doch. Nehmen Sie es nicht persönlich. Zapfenpflücker. Ja, hi Vince, ich bin's. Ja, wenn du nicht ans Telefon gehst, dann spreche ich dir eben aufs Band, was ich dir noch sagen wollte. Mann, ich habe mich echt gefreut, dich endlich wiederzusehen. Dir eigentlich sagen will, wenn du Hilfe brauchst oder in der Klemme bist, ruf mich an, okay? Scheißkarte! Ist jemand verletzt? Ich bin bei dir!
Ich bin die Prüfung, Oma. Verpiss dich! Volltank. Ja. Oh, Wahnsinn. Danke. Sag mal, das interessiert mich ja nicht so wirklich, aber wo wir hier so gemütlich zusammen sind, was läuft hier eigentlich, hä? Sie ist hinter irgendeinem Kunstwerk her, das die Nazis 44 in Königsberg geklaut haben. Das Ding ist eine Million wert. 100.000 sollen für mich rausspringen. Königsberg 1944. Das. Mann, das ist das Bernsteinzimmer! Ja, genau. So heißt das Ding. Und jetzt ist es irgendwo auf der Wasserkuppe versteckt. Hey, Alter, guckst du kein Fernsehen? Das Ding, das ist so eine Art achtes Weltwunder. Das ist von oben bis unten tapeziert mit Bernsteinmosaiken. Von wegen, 1 Million. Wie viel? 250 Unterkante. 250 Millionen? Das Ding ist 250 Millionen wert? Und sie will mich mit einem Trinkgeld abspeisen. Was haben Sie mit dem Bernsteinzimmer vor? Was hat man schon vor mit einem Kunstwerk, das 250 Millionen Mark wert ist? Man verkauft es. Kein Museum der Welt wird es Ihnen abkaufen. Das Bernsteinzimmer gehört nach St. Petersburg. Wer redet denn von einem Museum? Wenn Sie wüssten, wie viele verschollen geglaubte Kunstschätze sich im Besitz milliardenschwerer Kunstsammler befinden. Keiner vermisst sie. Weil keiner weiß, dass sie noch existieren. Du hast dich in sie verliebt, ha? Ich glaub's nicht. Hey Mann, du kannst das Ding doch gar nicht fliegen. Gonzo, hol Hilfe, allein schaffen wir die nie. Also, es läuft wie beim Computerspiel. Nach vorne geht's runter und wenn du ziehst, geht's rauf. Okay. Und da gibst du Gas. Gut. Klar, Boss. Jetzt müssen wir nur noch den Eingang finden. Das kann Tage dauern.
Ich habe 25 Jahre gewartet. Da kommt es auf ein paar Tage auch nicht mehr an. Die Männer sollen ausschwärmen. Okay. Los, Leute, an die Arbeit. Ihr seid nicht zu vergnügen hier. So, pass auf. Du nimmst dir die vier Mann und gehst sie sagen von hinten an. Klar? Du da? Ich hab Durst. Hey, seid ihr taub? Komisch, ist nichts zu sehen. Prozent von 250 Millionen sind übrigens 25 Millionen. Ich wollte dir ja sagen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Du hast mich angelogen. Was hätte ich denn tun sollen? Ohne das Geld hast du mir sowieso nie geholfen. Ach ja? Und warum bin ich dann hier? Das ist jetzt auch egal. Die Schweine haben das Bernsteinzimmer schon längst gefunden. Wer sagt denn, dass sie es gefunden haben? Hey, wir waren doch bis jetzt ein gutes Team, oder? Ich wusste gleich, es gibt Stress. Schon als ich dich das erste Mal gesehen habe. Du hast mich in diese Scheiße reingeritten, stimmt's? Ich habe dir geholfen und Kopf und Kragen dafür riskiert, stimmt auch? Verdammt nochmal, jetzt reiß dich zusammen! Und? Willst du mich jetzt hier so sitzen lassen? Der Oberst weiß genauso wenig wie wir, wo der Eingang zum Versteck ist. Das heißt, wir müssen systematisch vorgehen. Ja, so sehe ich das auch. Komm, da lang. Vincent! Nein, da lang. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Wir müssen absolut ruhig und pragmatisch vorgehen. Tu ich ja. Da lang. Da kommen wir doch gerade her. Jetzt komm! Ich mache keinen Schritt mehr weiter, wenn wir hier so planlos durch die Gegend laufen. Psst. Sei mal still. Wo Anfang und Ende sich kreuzen, liegt die Quelle des Wassers. Wo hast denn du dein Feuerzeug? Wozu denn? Du glaubst doch wohl nicht, dass das Ding noch funktioniert. Ist ja fast wie Weihnachten.
Na, hoffentlich waren das nicht alles Kunsthistoriker. Das waren Häftlinge. Die wurden zur Abschreckung für die anderen Zwangsarbeiter hier unten angekettet. Lebend. Ich würde sagen, das da vorne sieht verdammt nach einer Schatzkammer aus. Ist aber lange nicht mehr eingeheizt worden hier unten. Ablösung kommt gleich. Hey, was machst du da? Komm zurück! Da ist garantiert eine Falle eingebaut. Es ist wirklich ein Wunder, dass du noch lebst. So, jetzt pass mal auf. Na toll. Ich bin schwer beeindruckt. Na, was habe ich gesagt? Böse Falle. Was ist das? Was machst du da? Nichts, gar nichts. Was soll ich schon machen? Oh, dieser eklige Mann, was ist denn das? Mach doch mal nicht. Was? Wie ist denn das dann? Muss das sein? Jetzt verlier bloß nicht die Nerven, die Handgranate! Los, die Handgranate! Was? Von den Soldaten, die Handgranate! Los, mach schon, beeil dich! Christine, wir werden hier unten lebendig begraben! Bin ich denn schon, dass wir wegdenken? Und pass auf die Zündschnur auf, nicht, dass du sie ausschüttest! Los, hol das Ding raus! Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Ich will's auch gar nicht wissen. Wirklich beeindruckend. Toll. Das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Dann muss es noch einen anderen Raum geben. Siehst du hier irgendwo eine Tür? Warum haben Sie nicht auf mich gehört? All die Mühen und Strapazen. Und wofür? Um 100 Meter unter der Erde begraben zu werden. Buff! Sesam, öffne dich. Aufmachen. Der Idiot wollte sich eine Grabstätte schaffen, wie vorher um die alten Ägypter. Armer Köter.
Gott. Seht euch das gut an. Ihr werdet es nie wiedersehen. Sind 5 Minuten genug? Ihr habt euch doch sicher noch ein bisschen was zu erzählen. Habe ich noch einen letzten Wunsch? Das Kitzel. Halt still! Oder willst du, dass wir in die Luft fliegen? Das machst du absichtlich. Alles klar. In 3 Minuten landet das Flugzeug. Na, da ist er bestimmt nicht. Weiter links. Hör auf, dafür haben wir doch jetzt keine Zeit. Wir gehen gerade. Bück dich. Beide draufgehen. Kommt nicht in Frage. Christine! Ich hab's geschafft. Wahnsinn, ich kann sowas. Oh nein. Wir starten.
Das war saubere Arbeit. Thank you.
Vince! Ich wusste gleich, es gibt Stress. Und als ich dich das erste Mal gesehen habe. Na also.